Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute im Unboxing von der neuen Deluxe-Box von Der Asiate und Fortune. Die haben nämlich ein Collabo-Album gemacht, wie die meisten von euch schon wissen. Und das Bang Shui genannt. Natürlich gibt es dazu auch eine Box, die ich jetzt auspacken werde. Also das ist wahrscheinlich die längste Phase von dem Zeitpunkt der Vorbestellung zur Auslieferung der Box, die ich jemals durchlebt habe. Das ist ja wirklich weit über ein Jahr her. Und deswegen habe ich das halt auch noch eine andere Adresse bestellt und so weiter und so fort. Deswegen kommt das jetzt erst über eine Woche später nach dem Release. Ich bitte dies zu entschuldigen. Link zu dieser Box, wenn man sie für 35,99 € auf Amazon kaufen möchte, sowie der MP3-Download und der Link zu diesem Messer sind in der Beschreibung zu finden. Und ja, 36 € für ein Collabo-Album, also für die Box dazu, ist auf jeden Fall legitim. Es gibt viele Künstler, die für ihr Solo-Album in 10er da mal drauf packen. Ja, ich habe schon so gut wie nichts an, außer eine Hose und so, weil ich hier schon ein T-Shirt erwarte, was ich natürlich für euch jetzt auch gleich anziehen werde. Und bin jetzt mal gespannt auf den Inhalt. Also, ich muss mal sagen, das Cover ist auf jeden Fall sehr schön. Das gefällt mir. In jeder Hinsicht. Ich denke, ihr erkennt, was hier zu sehen ist. Links der Seite, rechts vor Tür und in der Mitte bin ich. Ja, sehr schön. Danke nochmal für die Gastrolle hier. Der Seite vor Tür, Bang Shui. Sinnvoll und cool gewählter Titel. Okay, dann geht das Design hier weiter einfach mit dem Foto. Okay. Ja, Verbraucherhinweis, humorvoll. Ja, ist halt eine andere Art des Raps, vor allem vom Asiaten. Den muss man kennen und mögen, sonst ist es halt wirklich was anderes als der übliche Deutschrap. Aber wer ihn nicht kennt, wer die beiden nicht kennt, Fortune kennt ja auf jeden Fall jeder vom JBB und so, von diesen SpongeBob-Runden, aber der Asiate ist ja auch so aus meiner Gegend hier. Auf jeden Fall war er Ehrenmann, sollte man kennenlernen, falls das noch nicht der Fall ist. So, die Limited Fan Edition, so nennt man diese Box. Na gut, Limited. Solange es noch eine Woche nach Release erhältlich ist, hat das nichts mit Limited zu tun. Inhalt: Bang Shui CD Album, JMC, also Julian's Music Cypher EP. Okay, Bonus-EP, Instrumentals, T-Shirt, Lanyard, also ein Schlüsselband, Post, Autogrammkarte und Aufkleber von Bazooka. Okay, das war schön. Auf jeden Fall schon mal eine relativ lange Liste, was die Inhalte angeht. Schauen wir mal, wie sie so sind. Okay. Ja, das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus hier. Gehen wir alles mal der Reihe nach durch. Bang Shui in verschiedenen Aufmachungen. Das ist aber ein Aufkleber, den kann man, wenn man das möchte, durchschneiden in der Mitte. Oder man klebt ihn einfach so auf. Ja, schick. Sieht auf jeden Fall gut aus mit den knalligen Farben. Das Design so im Großen und Ganzen gefällt mir sehr gut. Okay, was haben wir hier? Das sind die Instrumentals der Songs. Auch geiles Bild. Ja. 15 an der Zahl. Blockmonster, Rekko, Blut und Kasse, Green und Lumara. Na gut, das überrascht mich gerade, aber das ist geil. Und war sonst auf jeden Fall stabil und zu erwarten gewesen. Okay, so sieht's aus. Na gut, hier war mal bei den Instrumentals auch die Features mit dabei. Das finde ich immer wieder interessant. Der Asiate Fortune JMC EP. Ja, okay. Sieht man, das sind die Songs, die im Jones Music Cypher hochgeladen wurden. Das habe ich jetzt aber nie so auf dem Schirm, deswegen sagt mir das jetzt nichts. Aber die gibt es ja alle auf YouTube. Okay, gibt es halt hier nochmal dazu. Oben gehen die ganzen Papphüllen hier für die Bonus-CDs auf. Oh, ohne Folien, das macht es mir leicht, sie zu unboxen. Sehr angenehm, vielen Dank dafür an die Künstler und die Hersteller. Dann haben wir noch die Bonus-EP. Die tragen übrigens die ganze Zeit hier diese BS, das steht wahrscheinlich für Bang Shui. Klamotten in, wirklich, das finde ich zum Beispiel interessant, sowas. Dass man in sowas hier seine eigenen Klamotten bewirbt und so, das ist ja nicht außergewöhnliches. Aber die ziehen sich aber für jedes Bild ja eine andere Version an. Das finde ich zum Beispiel cool. Also nicht lustlos, immer dasselbe. Ja. Schöne Präsentation, gefällt mir. Dann nochmal 8 Tracks, okay. Ja, stabil auf jeden Fall. Eine Menge Musik ist hier drin. Es sind ja auch zwei Musiker, die hier dran gearbeitet haben, aber umso mehr Musik in der Deluxe Box ist, umso besser. Grundsätzlich, weil es geht ja hier um die Mucke. Und
im Prinzip zweitrangig um die Inhalte, obwohl es bei mir halt immer um die Inhalte geht, aber Musik ist dann am Ende immer noch das Wichtigste. So. Das ist jetzt wieder schwierig. Dann nehmen wir gleich mal die Klinge. So. Panzer sind schon drin. So. Okay. Das Cover kennen wir. Rückseite kennen wir auch, weil es dieselbe von den Instrumentals ist, oder? Nee. Das ist mal der andere Hintergrund. Aber es ist auf jeden Fall auch sehr ansehnlich, kann man nicht leugnen. Schön. Und im Inneren finden wir dann mit demselben... Na gut, das finde ich jetzt nicht so toll. Das ist jetzt immer dasselbe Bild. Wenn man sich mal ein bisschen was überlegen kann. Naja, vor allem für den Hintergrund der CD. Für die CD an sich nicht, aber für den Hintergrund. Okay, da waren sie hier dafür ein bisschen kreativer. Die beiden wissen, was ihre Zuschauer sehen wollen. Das ist auf jeden Fall sehr ansehnlich, der Bonsai. Junge, was zum Teufel. Ja. Schön, das ist mal ein Booklet, Alter. Das gefällt mir richtig gut. Also auch der zweite Teil jetzt hier. Eine Menge Fotos, eine Menge Messages, die hier zu sagen sind, sozusagen auch in visueller Form. Das gefällt mir. Das ist ein Booklet. Das ist ein Booklet, Mann. Warum nicht? Warum hat nicht jeder sowas? Und das ist sogar noch ein Wendecover. Also ist irgendwas, interpretiere ich so. Entweder man will das Cover haben oder eher so ein zurückhaltenderes. Wenn man jetzt eher, also ich sag mal, wenn ich jetzt ein Mädel wäre, würde ich jetzt eher die Seite verwenden und das sehen wollen, als außer das. Also zum Beispiel. Finde ich gut. Perfektes Booklet. Schön. Gefällt mir so. Was haben wir dann? Okay, wer benutzt noch Schlüsselbänder heutzutage? Ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich habe sowieso meine Mokis, was die Schlüssel angeht, aber Schlüsselband ist eher so eine 1998er Sache. Das wäre da cool gewesen in der Box. Aber wir sind, wie ihr das seht, benutzt ihr sowas? Wenn ja, dann teilt es mir mit und beleidigt mich bitte sehr heftig in den Kommentaren. Okay. Vor allem auch für die Unschärfe der Kamera. So. Das sieht aber ganz gut aus auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, ich mag diese Farben. Das Design, sonst alles schwarz. Cool. Also das ist auf jeden Fall ein schönes Schlüsselband. Wenn man Schlüsselbänder mag, ist das ein schönes. Ich mag keine Schlüsselbänder, aber es ist trotzdem schönes. Okay. Dann geht's weiter mit dem Poster. Und zwar ist es hochkant. Wir haben einmal auf der Seite den Asiaten und Fortune. Bing Shui. In rotem Hintergrund und dann einmal in der Nacht. Stehend hier. Ja. Dieser New Balance Bucket Head ist geil. Der Hintergrund ist auch geil. Foto ist geil. Fresh, auf jeden Fall aufhängbar und passt super zum Album. Gefällt mir, gute Qualität und vor allem eine sehr, sehr schön gewählte Größe des Posters. So, was haben wir da hier? Ja, Asiate und Fortune, das ist eine schöne Autogrammkarte, weil beide unterschrieben haben. Perfekte Autogrammkarte. Gibt es hier so eine Fotorückseite? Okay, gut, ja, kann man machen, muss man nicht auf Autogrammkarte, aber ist halt nicht mit Werbung zugehackt, ist halt nur ein Foto. Auch Werbung, aber ist halt ein Foto. Ah, das gefällt mir. Das ist schön. So muss eine Autogrammkarte aussehen, vor allem unterschrieben. Ist ja heutzutage nicht selbstverständlich in diesen Boxen. Ah. Shoutout an SpongeBoss. Ich sage dazu jetzt einfach mal gar nichts. Ich hoffe, ihr kennt die alten Runden vom JBB. Ach, scheiße. Okay. Ein T-Shirt von Fruit of the Loom. Oh, der Aufdruck ist aber geil. Also vom Design her, warte mal. Oh, der gefällt mir richtig gut. Original T, Größe L. Ach, das stinkt schon wieder nach Asianudeln. Baumwolle, Made in. Na. Marokko, okay. So, ich zeige jetzt immer gerne die Dicke dieser T-Shirts, also den Stoff, wie man durchschauen kann. So, hier kann man halt durchschauen. Es geht mir nicht in dieser Sicht um die Qualität. Die Qualität, die bekommt man mit, wenn man den Stoff anfasst. Ist der weich oder ist der rau? Wenn er rau ist, ist die Qualität schlecht. Wenn der Stoff dünn ist, ist halt ein T-Shirt für den Sommer und so. Ja, okay. Wird aber ohne ewig halten. Ist halt nicht hochwertig, trotzdem. Auch wenn ich jetzt ein Armani-Shirt oder irgendwas habe, das hat nämlich jetzt jemand kommentiert oder so, was jetzt 80 Euro kostet, kann das mal ein bisschen dünner sein. Aber trotzdem ist das dann halt um einiges hochwertiger. Ich will das jetzt hier nicht so daneben halten, ich wollte halt nochmal drauf eingehen, auf die Art und Weise, wie ich diese Sachen hier bewerte. Auch hier zum Beispiel
sind halt diese Umschläge nur sehr dünn und so. Das ist halt minderwertig. Vor allem von Fruit of the Loom, die schlagen ja immer wieder den Boden aus, wenn es um Qualität geht. Aber ja, jetzt mal das zur Seite. Ist halt ein dünnes und billiges T-Shirt vom Stoff her. Wobei der Stoff im T-Shirt das Wichtigste ist, aber naja. Peng Shui ab 18 ist alles egal, beziehungsweise legal mit diesem Dreieck hier. Das gefällt mir. Das ist ein schönes Design, sieht geil aus, also finde ich. Größe L. Ich wiege 78 Kilo, bin 1,85 groß. Mal schauen, wie es mir passt und wie es entsprechend euch dann passt. Oh, das ist übelst eng am Hals. Oh, das hasse ich an diesen Fruit of the Loom T-Shirts. Das ist richtig eng am Hals. Das gefällt mir gar nicht. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Okay, also vom Design her auf jeden Fall cool. Wenn das T-Shirt jetzt nicht so ein. Ich sehe es immer am Arm. Umso mehr Platz ist, umso schlechter geschnitten. Okay, ein Wanst kann man auf jeden Fall haben. Naja, ist halt wirklich sehr dünner Stoff hier. Man sieht hier richtig, das ist hier dunkel. Das wirkt hier dunkel. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera auch so aussieht. Aber das liegt daran, dass man meine Haut durchsieht, weil es so dünn ist. Wirklich. Ist halt nichts. Ja. Aber auf jeden Fall, wenn dieser Aufdruck, der mir wirklich gut gefällt, auf einem hochwertigen T-Shirt wäre, dann wäre es richtig geil. Verlangt lieber 5 Euro mehr für eure Box ab, macht hier mal was Hochwertigeres rein. Ist so mein Wunsch, beziehungsweise Tipp an dieser Stelle. Okay, dann haben wir die ganze Box gesehen. Für 35,99 auf jeden Fall absolut korrekte Box und Collabo-Album. T-Shirt ist auch okay, wenn ihr euch mit der Qualität zufrieden gebt. Für mich ist es halt eine zu niedrige Qualität, als dass ich es anziehen würde. Deswegen bewerte ich das immer so, weil ich kann ja auch noch mal aus meiner Sicht bewerten. Dann cooles Schlüsselbandaufkleber, Menge Bonuszeug, was es aber auch schon gibt auf YouTube und so weiter. Naja, aber du kamst gerade das unterschrieben, Poster ist cool und gute Größe und Album ist Geschmackssache. Bewertet doch die Box und das Album an sich auch mal in den Kommentaren aus eurer Sicht und wenn ihr euch die Box oder das Album an sich gegönnt habt. Viel Spaß damit. Und wir sehen uns bald mal wieder. Euer Max Herzberg.